So, Leute, Bastelzeit. Heute mal wieder was, was mir zugeschickt wurde, nämlich dieses wunderschöne Teil für die Dienschiene. Das stammt wohl aus einem Schaltschrank und ja, ich würde mal sagen, wir gucken, was das ist, ob es noch funktioniert und natürlich, was drin steckt. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir auf die Oberseite gucken. Da sehen wir schon ein paar Sachen, und zwar zwei Drehdinger zum Einstellen. Und irgendwie müssen die sich auch drehen lassen. Wir sehen hier oben ein von 0,5 bis 10 Sekunden und wir sehen hier unten ein Aus von 1,5 bis 30 Minuten. Also wir können irgendwas einschalten für eine gewisse Zeit und dann ausschalten für eine gewisse Zeit. Das heißt also, wir können schon relativ sicher sein, dass das hier eine Art von Timer ist. Und naja, hier oben in der Ecke, wenn wir da nochmal genauer hingucken, da steht etwas von Microtimer, also ich denke, da sind wir relativ gut dabei, wenn wir sagen, dass das auch einer ist. Ja, ansonsten haben wir noch zwei LEDs hier. Wir haben hier oben eine zwischen A1 und A2. Das dürfte wohl eine Spannungsversorgung sein, also eine Art Power-LED einfach nur. Und darunter sehen wir hier die LED und darüber das Symbol hier für ein Relais. Das heißt also hier auf der, was ist das, 15, 16 und 18, entsprechend 15 Common. Der 16 ist normalerweise geschlossen und wenn das Ding hier aktiv ist, schaltet er um auf den 18. 16 geht entsprechend auf und der 18er zu, also normally closed und normally opened. Ja, ansonsten, was haben wir hier oben? Wir haben einmal, kann man nicht ganz sehen, eine A1 und hier unten die A2, das dürfte unsere Spannungsversorgung sein. 15, 16 und 18, das sind unsere Relaiskontakte entsprechend dann hier. Was wir aber dann auch noch haben, das sind die drei hier, die nicht beschriftet sind. Und hier haben wir etwas mit Ein und Aus, wobei zwischen der Mitte und dem Ein eine Brücke reingemacht wurde. Also, okay, mal gucken, ob wir da rausfinden, wofür die sein könnte. Ansonsten haben wir hier noch ein Typenschild, und zwar Edold und Söhne. Typennummer ist die MK7854-030. Und ich habe mal geguckt, die Firma, die gibt es noch, ist ein deutscher Hersteller. Und auch die Typennummer findet man auch auf der Webseite. Allerdings, na, das sieht mir eher nach einem neueren Modell aus. Also ja, das ist nicht ganz so wie das hier. Und leider auch die entsprechende Anleitung, die es dazu gibt, online. Die passt auch nicht ganz hier drauf. Wenn wir hier vorne gucken, hier haben wir ja dieses Ein-Aus. Die sind da leider nirgendwo beschrieben. Also ich schätze mal, wir haben da einfach ein älteres Modell erwischt. Ansonsten, was steht hier noch Schönes? Wir haben entsprechend die Info A1, A2 ist für 220 Volt 50 Hertz Wechselspannung. Also das Ding wird direkt an Netzspannung betrieben. Ansonsten, ja, VDE-Zulassung und der Kontakt. Das Relais also ausgelegt für 250 Volt und 5 Ampere. So, was ich gerade auch sehe, wenn wir von der Seite mal drauf gucken, da haben wir schon ein Löchelchen. Das scheint schon etwas kaputt zu sein oder abgebrochen. Also ziehen wir einfach mal, denn wo kein Clip mehr ist, kann eigentlich nicht mehr viel halten. Und jep, da geht es auch schon auseinander. Und drehen wir den mal rum, dann sehen wir auch wahrscheinlich, was da rauskommt. Okay, wir haben eine Platine und jede Menge Drähte nach oben. Ist die Platine nochmal fest? Nein, die bewegt sich. Okay. Da sehen wir auch schon im Inneren. Wir sehen, die Platine ist relativ überschaubar mit sehr viel Dip und gar keinem SMD. Das heißt also da klassische Technik. Ansonsten haben wir die Kontakte hier alle mit Kabeln fest. Das heißt also, die Schraubkontakte sind wirklich festgelötet hier und dann mit einem Kabel zur Platine weitergeführt. Und ja, Vorderseite, die beiden Potis, die sind relativ lang und hier in so Schrumpfschlauch, schätze ich, oder einfach irgendeinem Plastikschlauch. Und die LEDs sind auch hier vorne. Hier oben drin ist aber noch dieses Plastik von den Dingern, die man von vorne dreht. Und wenn wir von da hinten reingucken, dann sehen wir, da ist quasi einfach nur ein Schlitz drin und der geht dann hier in die Potis rein, sodass wir die von außen verstellen können. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter anderem auch so ein bisschen Isolationsgründe hat, wobei eigentlich das ist ja ein Plastikschaft. Also nee, vielleicht war es einfach wirklich nur, weil es anders nicht aufs Board gepasst hat. Gut, was sehen wir hier sonst noch auf der Platine? Was auffällig ist, wir haben hier innen drin noch zwei Potis. Die sind auch, wie wir sehen, mit Lack versehen, dass man die nicht mehr verstellen kann. Auch von außen nicht zugänglich. Hier ist ja nirgendwo noch ein Eingang. Das heißt, das wird irgendeine Art von Kalibrierung gewesen sein in der Firma. Ein paar sehr interessante Bauformen hier mit diesen Regenbogenfarben gekennzeichneten Dingern.
ein Trafo, wie es aussieht, ein paar ICs und was? Oh, interessant. Also wir haben 24 Volt, 1,2 Kiloohm, okay. A, G, C, D, O oder 0 oder was auch immer, das ist ein Kontakt für Relais. Weswegen ich aber O sage, achtet mal hier oben auf die Prägung. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut sieht. Aber das ist offensichtlich das Firmenlogo, was auch schon hier außen drauf ist. Das heißt, sie haben offensichtlich ihre eigenen Relais ja hergestellt oder herstellen lassen. Jedenfalls mit ihrem eigenen Branding. Was ich auch gerade sehe, von der Rückseite. Hier ist wieder, hoppala, nicht wegrollen. Hier ist wieder so ein Clip drin. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob wir das hier eventuell aufmachen können. Und, yep, 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 yep. Und gucken wir mal ins Innere und hopp, es ist ein klassisches Relais. Nochmal gerade zusammenfassend, für die, die meine letzten Videos über Relais nicht gesehen haben, wir haben hier eine Spule. Da kommt in dem Fall hier 24 Volt drauf. Wenn wir Strom durch eine Spule laufen lassen, dann erzeugt das ein Magnetfeld. Das zieht dann hier oben dieses Metall nach unten und jetzt achtet mal hier hinten drauf, das sind die Kontakte. Wenn wir das Metall ziehen, dann schalten die Kontakte entsprechend hier über diesen Arm da um. Das heißt, momentan sind die beiden hier, der obere und der in der Mitte, miteinander verbunden. Und wenn wir jetzt hier ziehen, sind die anderen beiden verbunden. Und so schaltet er dann entsprechend hin und her. Ja, ansonsten, was hier noch auffällig ist, wir haben hier einen relativ hohen Plastikrand. Und der setzt sich auch hier im Deckel fort. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen nochmal Schutz, dass die Kontakte und die Spule nichts miteinander zu tun haben. Denn ja, elektrisch gesehen sind die meistens gar nicht verbunden. Das heißt, wir können 24 Volt durchlaufen lassen in dem Fall und 230 Volt schalten oder andersrum. Und da ist keine elektrische Verbindung dazwischen, einfach weil wir nur diesen mechanischen Arm haben, der da Kontakt macht. Gut, machen wir den Deckel mal wieder drauf, dass nicht so viel Schmutz da reinkommt. Und ich würde sagen, ich mache mal ein paar Fotos, gehe mal zum Rechner und dann gucken wir mal wie üblich mal, was wir hier an entsprechenden ICs und sonstigen Bauteilen haben und ob wir rauskriegen, was das ist. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier so alles Schönes haben. Ich meine, ein paar Sachen können wir relativ schnell sehen. Wir haben hier die beiden Drähte A1, A2, die entsprechend die Netzspannung reinbringen. Die gehen dann hier auf diesen Trafo. Der macht das Ganze irgendwie schon mal runter. Ich kann leider nicht genau erkennen, wie viel Volt der macht. Eventuell hier steht was von 17, 19, vielleicht sowas um den Dreh. 19 Volt würde er hinkommen für 24 Volt dann an DC. Wenn wir AC entsprechend gleich richten, kommt eine höhere Spannung raus. Daher, das hat was mit RMS und dann der Spitzenspannung zu tun. Von dem aus geht es direkt hier oben hin. Gleichrichter. Hinterm Gleichrichter ein Elko. Und was kommt danach? Ja, normalerweise kommt danach ein entsprechender Spannungsregler. Hier haben wir sowas anscheinend nicht. Das Einzige, was in die Richtung geht, ist das hier. Aber das ist irgendein BC, irgendwas Transistor. Also einen wirklichen Spannungsregler in dem Sinne haben wir nicht. Ich gehe davon aus, dass man eventuell hier den Transistor nutzt zusammen mit dem hier. Das ist, wie wir sehen, eine Z-Diode, also eine Spannungsreferenz. Und sich dann so irgendwie versucht, eine entsprechende stabile Spannung zu bauen. Was wir dann auch noch hier in der Ecke haben, das sind diese Kästen hier. Und ich habe die ehrlich gesagt so noch nicht gesehen. Die sind beschrieben als R, also als Widerstand. Und wenn ich da entsprechende Multimeter dran hänge, ist es auch ein Widerstand. Und die Farbcodes passen halt auch. Orange, Orange, Rot, Silber müssten 3,3 Kiloohm sein. Und ja, ungefähr in dem Bereich messe ich auch. Ich glaube, gemessen habe ich 3,6. Das ist, ja, kann jetzt sein, was es auch hier noch im entsprechenden in der Schaltung steckt. Aber ich habe diese Gehäusebauform wirklich so noch nie für Widerstände gesehen. Na gut, ansonsten gehen wir mal davon aus, dass der ganze Batzen hier alles irgendwie Stromversorgung sichert. Dann haben wir dann den anderen Bereich und da sehen wir schon jede Menge ICs, jede Menge, ein paar. Und was mich ein bisschen enttäuscht hat, kein 555-Timer. Nee. Wir haben zwei von denen hier, 14541 BCP. Von Motorola müsste das ja so gewesen sein. Hier unten, das ist derselbe. Das dürfte dann wohl Timer-related sein, denn ja, wir haben einen Ein-Timer, wir haben einen Aus-Timer. Und in der Mitte einen 4011 BP, 4000er Logik, müsste mal nachgucken, aber das wird wahrscheinlich einfach nur ein Logikbaustein sein. Ansonsten, was sehen wir hier noch? Jede Menge Kondensatoren hier, nochmal Dioden oder Z-Dioden, ich kann es so direkt nicht sehen. Das lange hier, das ist ein Widerstandsnetzwerk, das heißt, das sind einfach
viele Widerstände in einem Gehäuse. Da muss man nur einmal da reinstecken und löten. Das spart ein bisschen Herstellzeit. Die beiden großen Kondensatoren hier außen dürften wahrscheinlich fürs Timing zuständig sein. Zusammen mit denen hier. Das heißt, die werden den beiden ICs, die dann Timer sein werden, entsprechend da eine Zeitreferenz vorgeben, wie schnell sie umschalten sollen. Was haben wir hier noch? Viel ist es nicht. Ein paar Widerstände hier vorne, wird dann unter anderem Vorwiderstand sein, Spannungsteiler für die Potis und so. Was mich noch ein bisschen verwundert hat, ist das hier. Wir haben hier Drahtbrücken, die drüber gehen. Das heißt, so technisch gesehen haben wir hier ein Drei-Layer-Board. Wir haben die Unterseite, die Oberseite und dann nochmal die Drahtbrücken. Und die sind auch beschriftet als BR2, BR3, also für Brücke dann offensichtlich. Relais hier hinten, da sehen wir auch, da gibt es noch einen zweiten Bereich. Das heißt, man kann wahrscheinlich ein Relais auch reinmachen, alternativ mit einem doppelten Wechsler. Im Datenblatt hat man ja gesehen, die aktuelle Version hat zwei Wechsler. Hier war das anscheinend auch schon vorgesehen oder vielleicht, dass es optional war. Von der Unterseite nicht mehr viel zu sehen. Interessanterweise auch hier das Firmenlogo mit drauf im Kupfer, wenn auch jetzt hier gespiegelt, sodass man es besser erkennen kann, wo die Traces hingehen. Ansonsten hier die übliche blasenwerfende Lötstoppmaske, die früher verwendet wurde. Sehr viel Reste vom Flussmittel, also sauber gemacht wurde das hier nach dem Löten definitiv nicht. Ein paar andere Sachen, die eventuell ein bisschen seltsam aussehen, weil hier zum Beispiel an der Stelle, da fehlt die Lötstoppmaske auf der Unterseite, obwohl auf der Oberseite das Trace ist. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Falsches Copy and Paste oder sowas. Sinn macht das für mich jetzt nur so wenig. Und ansonsten, achso, wird man noch nicht geguckt haben. Hier sind Datecodes drauf. 1984 kam das Ding hier wahrscheinlich so um den Dreh raus. Jedenfalls sind die beiden ICs von 1984. Das heißt, irgendwann so 84 oder kurz dahinter wurde das Ding hier wahrscheinlich hergestellt. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die ICs. Wir haben hier entsprechend den 14541B. Das ist ein Programmable Timer. Hatten wir ja schon so vermutet. Und ich hatte mich dann erst gewundert, weil hier was steht mit Positive Edge Clock Transition. Das heißt also, er bekommt seine Impulse oder den Takt vorgegeben extern, aber glücklicherweise Zeile drunter hat intern einen entsprechenden RC-Oszillator, um sich selber einen Takt zu machen, was dann schon besser passt, weil irgendwie einen Quarz oder so haben wir ja auf der Platine nicht gesehen. Ansonsten, was wir hier noch sehen, die entsprechende Betriebsspannung hier, maximal 18 Volt. Unser Relais hat 24, also wir müssen definitiv zwei verschiedene Spannungslinien auf der Platine haben. Eine für die ICs und eine fürs Relais. Und wir hatten da ja auch irgendwie so zwei Bereiche gesehen mit Z-Dioden und Transistoren. Das würde dann also auch an der Stelle passen. Und der ganze Baustein scheint mir auch mehr so in Richtung Counter zu sein. Steht ja auch hier, consists of a 16-Stage Binary Counter, also 16-Bit-Counter. Das kann in einigen Situationen helfen, ein bisschen genauer einzustellen. Allerdings ist es natürlich auch deutlich komplizierter als so die klassischen Timer-ICs, die wirklich dann auch analog da geschafft haben. Davon, wie gesagt, haben wir zwei Stück, wahrscheinlich einen für an, einen für aus. Und in der Mitte sitzt der hier, 4011, ist ein Quad-2-Input-NAND-Gate. Also, wie eben schon gesagt, einfach nur ein bisschen Logik. Und auch hier sehen wir bis 15 Volt, also auch der kann ich mit 24 Volt wahrscheinlich laufen. Ja, 18 Volt steht hier als absolutes Maximum. Ich gehe mal davon aus, dass dieses NAND dann genutzt wird, um so ein paar Verknüpfungen zu machen. Zum Beispiel, dass der Stopptimer nicht losläuft, wenn der Starttimer gerade aktiv ist und solche Ausschlüsse dann gegeneinander. Und was ich gerade noch sehe, 10 und ein bisschen weiter rüber, MP. Hat da jemand versteckte Nachrichten uns hinterlassen? Denn es sind wirklich die einzigen beiden Texte, abgesehen von dem Firmenlogo und der Typennummer, die hier entsprechend auf der Rückseite angebracht sind. Okay. Fehlt nur noch eins. Klappt das Ding noch oder klappt es nicht? Also packen wir uns mal ein paar Drähte und schließen das hier hochprofessionell, so wie man das nicht machen soll, an. Ihr kennt den Spaß ja, das hier ist ein entsprechender Laboraufbau. Ich werde meine Finger wegholen, sobald hier irgendwas an Strom drauf ist. Also bitte nicht zu Hause nachmachen und erst recht nicht mit der Steckdose, insbesondere mit nicht isolierten Schraubwerkzeug. Also Strom an und okay, er hat für eine halbe Sekunde eingeschaltet und jetzt müsste er für
1,5 Minuten ausbleiben. Ich versuche das mal gerade noch was runterzustellen. Auf 1,5 geht es ja noch. Im Moment steht er, glaube ich, eher bei 5. Und machen wir in einem hier die Zeit was höher, sagen wir mal, hier machen wir irgendwie 3 Sekunden oder so. Der hängt leider ziemlich, aber irgendwie lässt sich alles bewegen, wenn man denn will. So, 3 Sekunden, dann 90 Sekunden, wieder den Strom an. Jetzt achtet mal drauf, jetzt müsste eigentlich, ich mache mal hier die Lampe aus, Moment. So, jetzt müssten wir sehen, dass die Power-LED angeht und dann hier unten die für 3 Sekunden leuchtet und dann wieder ausgeht. Das sieht gut aus. Power-LED ist an, die untere leuchtet. 3 Sekunden würde ich jetzt sagen, das war sogar ein bisschen länger. Dann müsste er jetzt 1,5 Minuten ausbleiben. Es sei denn natürlich, wir können hier oben drüber noch steuern. Ich gehe mal davon aus, der ist jetzt direkt angesprungen, weil wir den einen gebrückt haben. Jetzt ist die Frage, was passiert. Ja, gut, den aus sollten wir wahrscheinlich nicht brücken, während wir gleichzeitig eingebrückt haben. Ne? Sonst könnte das etwas oszillieren. Schauen wir gerade mal, was denn hier die Spannung sagt. Okay, da ist er gerade wieder angesprungen, wie wir gesehen haben. Und auch wieder aus. Okay, also im Moment oszilliert er einfach. Und hier oben kann ich keine wirkliche Spannung messen. Doch, ja, eventuell 2 Volt AC, aber das könnte auch ein bisschen reingekoppelt sein. Na gut, machen wir gerade noch die Brücke mal raus. Gucken, ob das auch wirklich so mit dem Steuern klappt. Dann versuchen wir das mal andersrum. Ich habe jetzt einen Schalter dran, das ist im Moment nicht gebrückt. Ich schalte an und nichts passiert. Jetzt habe ich das vermutet und wenn ich jetzt einschalte, passiert auch nichts. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann legt das eventuell fest beim Einschalten, was der erste Zustand ist. Wobei, das macht auch keinen Sinn. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich durch Einschalten von den beiden das vorziehen kann, dass er jetzt schon mal angeht. Aber anscheinend nicht. Dann haben wir wohl die 90 Sekunden. Und ja, nach etwa 1,5 Minuten ist er angegangen. Und auch jetzt wieder aus. Gut, machen wir jetzt nochmal aus und nochmal an. Aus, an, nichts passiert. Okay, ich schalte jetzt den Schalter an, mache dann an. Und er geht direkt an. Ja, okay, gut. Der bestimmt also wirklich anscheinend nur den Zustand, wann er, wie er einschaltet. Probieren wir das Ganze nochmal mit aus, ob wir damit irgendetwas aktiv steuern können. So, schalten wir nochmal an. Nichts passiert. Ich schalte an. Aus. Passiert nichts. Okay, was passiert, wenn wir aus und Common verbinden und da was einschalten? Passiert auch nichts. Okay, dann scheinen die beiden wirklich nur festzulegen, ob er mit der Aus- oder der Anzeit anfängt. Jedenfalls kann ich sonst nichts sehen. Und ansonsten, ja, wir haben gesehen, funktioniert. Die Zeiten, die mir einstellen kann, das ist mehr so Pi mal Daumen. Also das ist nichts, was irgendwie wirklich dann hier zum Beispiel 3 Sekunden ist. Das ist dann immer plus minus ein bisschen, ist halt sehr viel analog mit drin und vor allen Dingen, ich könnte mir auch vorstellen, das sah mir jetzt nicht nach Präzisionskomponenten aus, dass das auch je nach Temperatur ein bisschen schwankt, aber wir sehen, er funktioniert auf jeden Fall noch. Und das Ding hat natürlich nichts an internem Speicher, das heißt, wenn wir jetzt hier einschalten den Strom, warten bis das es ausgeht, jetzt mache ich den Strom nochmal aus und nochmal ein und er geht direkt wieder an, also das ist ja so dann entsprechend zu sehen. Gut, ja, wo konnte man das hier einsetzen oder kann immer noch? Ja, überall, wo halt was zeitgesteuert sein muss. Mal ein Beispiel, was jetzt nicht so sehr aus der Industrie ist. Man könnte zum Beispiel das hier benutzen, Verbindung mit einem Türkontakt. Das heißt also zum Beispiel sagen, okay, wenn die Tür aufgeht, dann spiele bitte für 3 Sekunden meinen Klingelton. Aber wenn die Tür offen bleibt, dann brauche ich das nicht in Dauerschleife, sondern dann bleibt es halt irgendwie für 5 Minuten aus. Wenn die Tür zugeht und wieder neu aufgeht, spielt das aber neu ab. Das wäre zum Beispiel so eine Anwendung, wo man sowas einsetzen kann. Und ja, ansonsten, wir haben ja gesehen, 84er Bauteil, also irgendwo so 84, 85 um den Dreh, also jetzt, sagen wir mal, gerundet 35 Jahre alt. Funktioniert aber immer noch, wenn auch nicht unbedingt so zuverlässig mit den Zeiten. Ich gehe mal davon aus, dass ein bisschen Alterung auch in den Bauteilen, was da doch ein paar Abweichungen dann erklärt. Aber ansonsten, ja, tut immer noch, was es soll.